So, schaut mal, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Pflanzensteckbrief, / Pflanzenporträt. Es wird ums echte Leinkraut gehen, sprachlich aufpassen, Lein mit N und nicht mit M, weil es gibt ja auch die Leimkräuter, aber das ist ein Leinkraut. Und dass das nicht zu nervös wird, habe ich mir gedacht, ich nehme dort jenes Pflänzchen, weil das ist ja echt super fesch. Also schaut's. Ja, aber vielleicht von vorne angefangen. Ist es echte Leinkraut, was man da sehen, wird ein kleines Löwenmaul genannt. Da muss man nämlich aufpassen, die Familie ist Wegerichgewächse und da gehört auch das Löwenmaul, oder die Gattung Löwenmaul gehört da genauso dazu. Nur, also von der optischen Erscheinung, manchmal trifft es als Gartenflüchtling das große Löwenmaul, also es erscheint wirklich, wirklich ähnlich wie dieses hier, dennoch ist es nicht gleich. Aber es erklärt, wie es beim echten Leinkraut zum Trivialnamen kleines Löwenmaul kommt. Innerhalb der Gattung der Leinkräuter gibt es ungefähr 100 bis 150 Arten. Diese große Spanne, was jetzt 100 oder 150, kommt eben zustande, weil es ist immer Ansichtssache. Es kommt auf dem Outdoor bzw. auf die Artendefinition an. Manche sagen, ist eine Unterart das eine, der andere sagt, nein, ist eine eigene Art, und so kommt es zu dieser variablen Angabe. Wo werdet ihr es finden? Also es ist in Mitteleuropa verbreitet, und das habe ich schon mal zum Erzählen gehabt, nämlich bei der Ackergrazdistel. Es ist ein sogenannter Apophyt, nämlich eine Pflanze, die was sie an menschlich geschaffene Standorte angepasst hat, beziehungsweise jene Standorte genutzt hat. Weil eigentlich ist es ursprünglich an den Küstengebiete, an den Küstenränder gewachsen, aber wie dann wir Menschen vor ungefähr 7000 Jahren bei uns da in Mitteleuropa angefangen haben, dass wir Flächen roden und für unser Ackerbau, hat sie sich gedacht, hey, eigentlich voll praktisch, ist viel besser wie im Konkurrenzwuchs im Küstengebiet, also ist mit uns mitgewandert. Also heute werdet ihr es bei uns in Mitteleuropa verbreitet finden und dort hauptsächlich an Böschungen oder an Schuttplätzen steinige und sandige Böden. Also ihr müsst einmal gucken, wo das da wächst. Das ist ein auflassener Bahndamm, also da waren früher Maschinen, die haben sie jetzt schon weggekramt. Das wird noch zur Dampfeisenbahnzeiten gewesen sein. Und da sind einfach die Steine überblieben. Und da in diesen eigentlich unwidrigen Gebiet, in dem ich übrigens auch knie, könnt ihr euch vorstellen, wie angenehm das ist, auf die Steine da knien, da wächst das ganze Ding und das auch wirklich gern. Ich versuche uns das einmal zum Ausrahmen, weil das könnt ihr eigentlich nachher noch brauchen zum Herzagen, weil es passiert nicht nur Vermehrung über Samen, sondern auch rege vegetative Vermehrung. Und das kann man da wahrscheinlich auch schön sagen, wie das da dahin kraxelt. Ihr könnt jetzt berechtigterweise sagen, ja, das kommt man ja auch vorbereiten. Und ich sage, stimmt, aber habe ich wieder mal nicht. So, da, ja, wir sehen das eh trotzdem da. Ich höre da schon auf zum Bergeln. Das Ganze vom Erscheinungsbild, das dürft ihr da, jetzt grabt er schon wieder weiter, das dürft ihr jetzt von der Größe nicht als stellvertretend ansehen, was ich euch da herzeige. Das ist eher im unteren Bereich angesiedelt, dieser Bestand. Weil zwischen 20 und 40 cm ist die Normhöhe, aber es gibt tatsächlich beachtliche Exemplare, die was bis zu 80 cm hoch werden können, und das ist einmal eine Ansage. Also das da ist ja wirklich eher niedlich, aber ja, möglich ist. Und das sehen wir da sogar schön, die Blütenanzahl, also auch das, wie diese Gesamterscheinung ist, ist natürlich stark variabel, hat damit zu tun, als wie viele Einzelblüten dieser Gesamtblütenstand zusammensetzt. Das können zwischen 5 und 30 solcher Blüten sein,
Und ganz oft, da ist jetzt eher nicht der Fall, sind die Blüten einseitwendig. Das kennen wir zum Beispiel auch vom roten Fingerhut. Das heißt, mal schauen wir, was wir da noch für andere Bestände haben. Da sieht man das vielleicht ein bisschen angemutet. Seht ihr, auf dieser Hinterseite, da ist eigentlich nichts. Und wenn ich uns jetzt so drehe, dann schaut alles in diese Richtung. Also einseitswendig. Aber eben kein Muss. Wie mache ich das? Ich brauche nämlich eine Einzelblüte auch. Ich mag aber das auch nicht, das ist so schön. Ich nehme mir da ein kleines für die Einzelblütenherzeigerei. Wenn ihr euch nämlich diese Blüten anschaut, das ist, wie kann ich, haltet euch kurz fest, ich versuche uns da eine Einzelblüte runterzupfen. So, habe ich es geschafft. Diese Blütenform nennt sie Zygomorph, beziehungsweise kann man auch sagen, spiegelsymmetrisch, weil diese linke Seite, also diese eine Seite, ist praktisch die spiegelverkehrte zur anderen Seite. Wisst ihr, was ich meine? So. Und das Ganze, es ist so eine Lippenblüte und die Unterlippe, das was da so, also die Farbe ist da schon gut stellvertretend, der Hauptton ist so ein blasses Gelb, aber diese wulstige Unterlippe ist in der Regel so dunkelorange gefärbt. Da nehmen wir jetzt einmal einen Zoom, dass wir einmal dieses Ding da besser sehen. Also diese Unterlippe eben wulstig und dunkelorange gefärbt. So muss das sein. Unten ist das Dunkle. Das Ganze ist eine Kraftblume, weil, ich werde uns das jetzt einmal so aufkloppen probieren. So. Seht ihr, also nein, nochmal. Ich muss das fast zerreißen. Haltet euch kurz fest, es wird wieder wagelt wie immer. So, jetzt sieht man das. Seht ihr, also da ist die Unterlippe, Oberlippe. Und diese Unterlippe, das habe ich jetzt selber schon mit Kraft von oben nach unten zerrissen, weil dieses Gelenk, was Ober- und Unterlippe verbindet, ist ziemlich ein kräftiges Gelenk. Ihr seht in der Oberlippe, das ist typisch für die Lippenblüter, sind diese Geschlechtsorgane, ich zerreiße uns einfach die ganz jetzt, sind die Geschlechtsorgane oben einbastelt. Das heißt, wenn da ein Bestäubertierchen reinfährt, dann, hey, da hat sich ein Käfer drinnen, eine ganze Familie, man schaut sich das an. Da hat sich ein Käfer, ein Pärchen drinnen versteckt. Ich tue euch eh nichts, ich mache wieder zu, oder seid ihr gefangen? Nein, versteckt wahrscheinlich. Jetzt bin ich aus dem Takt. Macht nichts, wir kommen wieder in den Takt. Ihr kennt ja eh mehr aus dem Takt sein. So, jetzt ist es runtergefallen. Manchmal frage ich mich ja, wie sie meine Videos aushält, aber naja, nachdem ein paar zuschauen, darf es nicht ganz so schlimm sein, beziehungsweise schauen lauter leidensfähige Menschen bei mir zu. Da sieht man jetzt wieder rein, oben sind die Geschlechtsteile. Und dieses Gelenk ist eben so kräftig, dass eben nur Hummeln und große Wildbienen da richtig das abdrucken können. Also wenn die mit einem Kopf halt da reinfahren, nur die haben die Kraft, dass sie da wirklich abdrucken können. Und wo wollen sie hin? Die brauchen eine lange Zunge, weil in dem Sporn da hinten, da sehen wir den Sporn besser, in dem Sporn da hinten ist der Nektar. Also zu dem wollen sie eigentlich. Es gibt auch Falter, die was langrüsselig sind, die können praktisch einer Zunge da durchstecken und kommen dann trotzdem zum Nektar. Aber es gibt auch die Erdhummeln, sind da immer diese Hund, Nektarräuber. Die sind so schlau, die beißen sich einfach da hinten dann ein Loch und kommen dann trotzdem zum Nektar. Wenn sie das machen, sind sie aber eben nicht mehr bei der Bestäubungsleistung dabei, somit eben wirkliche Räuber, die was für die Pflanze selbst nichts tun. Okay, ich mein, also wie bei uns im Sozialstaat, manche fordern wir einfach mit. Die Blätter, wenn ihr euch das anschaut, das erinnert fast ein bisschen wie an die Zypressen-Wolfsmilch oder wie an einen Tannenwedel, oder? Also an einen Tannenzweigerl, weil die eben so lang und schmal lanzettlich sind. Und das wird auch nicht mehr, das schaut einfach so aus. Wenn das Ganze befruchtet ist, dann entwickeln sie so Kapselfrüchte,
Und in diese sind viele Samen drinnen. Also es ist eine vielsamige Kapselfrucht. Und ich meine, ich habe es nicht zählt, ich muss da wieder das glauben, was die Literatur sagt. Bis zu 32.000 Samen kann eine Pflanze entwickeln. Das heißt aber jetzt, ich muss jetzt genau schauen, weil das geht natürlich nicht mit diesem Bestand da. Und dann muss man auch gucken, was ist denn eine Pflanze? Weil, wie ich da versucht habe zum Zagen, da bin ich jetzt ja noch gar nicht hingekommen, es passiert eben auch vegetative Vermehrung. Das heißt, es kriecht unterirdisch dahin, über so Wurzelausläufer und dann steigt wieder eine neue Pflanze auf und so weiter. Das heißt, das kann eine Pflanze, kann das alles irgendwie eine Pflanze sein. Und eben, wie erwähnt, die Wuchshöhe ist stark variabel und auch die Blütenanzahl. Somit kann man sich vorstellen, wie es zu dieser hohen Samenanzahl kommt. Diese Samen, die was entwickelt werden, die haben die Einzelsamen, das nennen sie, die sind hautrandig. Das heißt, diese Einzelsamen haben praktisch rundherum nochmal ein bisschen ein Häutchen und dieses Häutchen macht es flugfähig. Diese Hauptverbreitungsstrategie ist sowieso Windausstreuung und Tierstreuer, also wenn der Wind durchfährt, beziehungsweise wenn Tiere durchrennen, dass das ausgestreut wird. Aber eben durch dieses hautrandige der Samen kannst der Wind dann auch noch weiter vertragen. Beziehungsweise sind sie dadurch auch gut schwimmfähig und auch Wasserverbreitung. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn man da auf so schottrigen Teig wächst oder auf einen Hang, der was recht schottrig ist und es schüttet mal recht, dann entstehen so Rinnsale und die nehmen dann das Ganze mit. Und auch Ameisen werden beobachtet, dass diese Samen verschleppen. Bei Ameisen, da muss man vielleicht dazu sagen, es gibt ja ganz viel Pflanzensamen, die was so ein Elaiosom ausbilden. Das ist ein fett- oder zumindest nährstoffreiches Anhängsel an die Samen, was Ameisen dann dazu anregt, dass sie den Samen mitnehmen, das also in den Bau. Das Anhängsel wird dann gefressen und dann wird das rausgehauen aus dem Bau, weil es reinliche Tiere sind und so kommt der Samen ein bisschen durch die Welt. Aber Ameisen verzehren nicht nur solche Samen, sondern auch andere Samen und da gibt es verschiedene Gründe. Manchmal liegt er einfach nur im Weg und dann tragen sie ein Stückchen weg, aber andere Samen werden zum Beispiel auch aus Baumaterial genutzt. Und da kann man vorstellen, so hautrandige Samen, dass das echt ein gutes Baumaterial sind. Aber das nur am Rande. Wurzelausläufer, eben auch Vermehrungsstrategie, nicht nur generativ. So, und jetzt kommt wieder die spannende Frage, kann man es essen? Ja, es ist halt nicht so arg viel dran. Wenn man sich das mit den Blättern anschaut, also ist halt mühsam zum Ernten und der Stängel, wo diese Blätter dran sind, der wird ziemlich schnell im Jahr ziemlich holzig hart. Also nicht wirklich Holz, aber so, dass man nicht beißen oder kauen mag. Man kann die Blätter eben so abziehen, indem man da oben hält und von oben nach unten rupft, dann gingen die Blätter runter. Aber auch da bringt man nicht arg viel zusammen. Es ist möglich. Die Blüten selbst schmecken relativ süß, beziehungsweise zum Teil kommt man sagen erbsenartig. Aber auch da, natürlich kommt es wieder auf den Bestand drauf an, wie viel das man findet, aber es ist möglich. Und die Samen gibt Beschreibungen, dass zu Brotmischungen, also zu Kornbrot praktisch als Beiwerk mitgemischt worden sind, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch noch experimentierfreudige Menschen geben, die was das möglicherweise auch heute noch mitmischen. So, jetzt haben wir da eventuell die Chance, dass wir da einen Bestäuber beobachten, wie er versucht, wo bist denn hin? Ich tue dir ja nichts. Da hier rüben haben wir auch einen. Wo bist denn? Zeig einmal, du musst da hier rüben, da ist Kamera. Die Mitarbeiter heutzutage. Du musst mit dem Kopf da rein und. Da, bei derer ging es vielleicht. Die ist ja noch nicht. Die ist nicht. Also, ja, die Mitarbeiter heutzutage. Inhaltsstoffe, ein Haufen Flavonoide, gerade jene Blütenexemplare für die Blumen, die was gelb blühen sind, könnt ihr immer davon ausgehen, dass ein Haufen Flavonoide drinnen sind und es sind da auch eine Menge Gerbstoffe drinnen und sogar Vitamin C.
Diese Flavonoide ist eine große Stoffgruppe, deren Wirkbereich auf dem Körper zwischen, also gibt es verschiedene, also diese große Stoffgruppe, manche sind angstlösend, manche sind entzündungshemmend, manche sind antibakteriell, also das ist ziemlich eine große Stoffgruppe. Und Gerbstoffe sind auch bekannt dafür, eben, dass zum Beispiel Gerbstoffdrogen werden genommen bei Durchfall, also einen Durchfall zu stoppen, beziehungsweise auch bei Hauterkrankungen, beziehungsweise zum Gurgeln im Mund-Rachen-Bereich, wenn da Entzündungen sind. Also da sind Gerbstoffdrogen gebräuchlich und auch beim Leinkraut, also beim echten Leinkraut, nur das wird medizinisch verwendet, beziehungsweise phytomedizinisch verwendet. Da gibt es eben Beschreibungen zum Gurgeln, bei Rachenentzündungen, bei Waschungen, bei schlecht heilenden Wunden, aber eben auch aus durchfallstoppende Droge. Also da kann man sich ein Tee aufbrühen und das mehrmals am Tag trinken. Aber ihr wisst ja, das ist nicht mein Spezialgebiet, es sei nur erzählt. Okay, echtes Leinkraut, das ist das, was ich dazu weiß und dazu sagen möchte. Ich hoffe, es war was dabei, was man noch nicht gewusst hat. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim selber suchen, finden, kosten, in dem Fall natürlich anschauen und bewundern, weil es ist ja wirklich eine schräge, fesche Blüte. Und wir sehen sie beim nächsten Pflanzenporträt.